Grüezi Leute, willkommen zu meinem Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Power City, also COAT oder 080. Und da wollen wir mal jetzt den alten Herrn mit den... Achso, das ist ein Ohrschmuck. Das ist ein Ohrschmuck. Ich dachte immer, der hat die Ohren so komisch verdreht. So. Oh. Ja. Oh. Ja, ich weiß, ich weiß. Naja, ich habe ja Kohle mehr als genug. Naja, danke. Alter, wie viel muss ich hier noch geben? Auf jeden Fall, er braucht 1000 Rubine. Was mache ich jetzt eigentlich? Noch eine Karte? Ist immer einer an. Da haben wir jetzt alle Geister. Okay, in der letzten Folge habe ich tatsächlich eine Herzteilmission besser geschafft, als ich erwartet habe. Das heißt aber lange nicht, dass ihr davon ausgeht, dass... Tja, ich habe hier ohne woanders hingepackt, hingestellt, angeparkt. Also, nur weil es bei einer Mission gut geklappt hat, ist so lange nicht, dass die anderen Missionen, die ich so hasse und verabscheue, aushinhauen. Hallo, Epona. Guck mal! Ach Mann! Ich will den Typen überrennen. Na bitte. Nee, hab ich ihn erwischt oder hat er jetzt mich erwischt? Jetzt habe ich ihn erwischt. Wo kommst du denn her? Aber er ist nicht blöd, der Typ. Hier. Okay, er ist beweisig mit mir anlegt. Weil er haut ab. Oder ist es noch derselbe Typ? Kann ja sein, obwohl, wenn da ein 800 Kilo schweres Pferd einen überrannt. Sieht aus, als ob Bohne so auskeilen würde. So. Und, naja, also ich meine, so 500 Kilo Lebensgewicht. Und das da also sagen wir überrennt. Also dann auch halt der Schwung mit der Masse und so. Also ich weiß nicht. Ehrlich gesagt ist das. Kein schönes Erlebnis. Komm. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass im Grunde mit der linken Hinterhand ausschnitt. So. Also mit Hinterhand ist hier hinter gemeint. So. Da spricht man eigentlich in reiner Form Hinterhand. Na, warte, da juckt was. Warum ich jetzt hier die alle platt mache? Boah, wir doch hier sehen. Alter, Epona zuppelt so rum, als ob ihr der Arsch jucken tut. Ja, kommt ihr mal wieder runter? Hallo. Komm schon, Leute.
Was soll denn das eigentlich darstellen? Kriegen? Ja, die Schnäbel sind so komisch. Also, ich weiß nicht, die Schnäbel sehen mehr wie... wie Tubas, oder wie heißen diese Vögel mit Bananenschnabel, sag ich mal. Die so sagen, in den Dschungel. In den Tropen sollten. Die halt gerne auch mit den Tropen in Verbindung gebracht werden. Halt diese schwarzen, eigentlich recht hübschen Vögel mit halt diesen übergroßen, bananenförmigen Schnabel. Hat auch so seine Farbe. Komm her. Ja. Aktion? Eigentlich. Achso. Was? Oh. Alter, hab ich eine Zeit lang nicht gespielt, sondern jetzt andere Spiele gelet's played, also wie Xenoblade, und ich muss jetzt feststellen, ups, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Den Typen da interessiert es ein Scheißdreck. Moment mal. Hier war es doch nicht. Oh, toll. Hä? Moment mal. Ist das nicht mehr? Das ist was nämlich normalerweise so, wenn man nämlich die Vögel platt gemacht hat, dann gibt es einen Rubinregen. Oder vielleicht ist halt an den da. Verpassen. Sie ist zwar als NPC unverwundbar, aber trotzdem geht man nicht mit seinen Kollegen und so vor. Ach, guck mal, der hat mich bemerkt. Und Knieschuss. Ja? Das war für ihn unangenehm. Aber ich hätte schwören können, wenn ich diese Creme platt mache, dass ich dafür Rubinregen kriege. Aber anscheinend ist das wohl nicht. Noch was. Also in Wundermann ist das jetzt hier eigentlich nichts mehr als großes Rumgeeiert. Ich eier einfach hier einfach durch die Gegend rum, Leute. Weil ich noch überlegen bin, ja, kann ich das Herz? Ja, fickt euch ins Knie. Ob ich ja noch Herzteile kriegen könnte und wo noch Geister sein könnte und all das. Und ich höre. Wow, ich bin da durchgekommen, ohne dass ich irgendwo gegen die Rand geknallt habe. Ich liebe es einfach hier so lang zu galoppieren. Einfach nur just for fun. Obwohl hier wieder unangenehme Erinnerungen wach werden, nämlich bei der Snacks-Mission. Und ich frage mich ernsthaft, warum zur Hölle da diese dummen Vögel mit Poppen. Oh. Ja, fick dich. Ich meine, reicht das nicht, dass da irgendwelche, sag ich, Schweinepriester. Ah, das muss ich doch. Schweinepriester hier aufgetaucht sind und Jagd auch mal machen und immer wieder den Wagen in Flammen einstecken. Und reicht es nicht, dass da noch diese dummen Vögel sind? Nein, die Vögel müssen noch Bomben haben. Und es reicht nicht, dass sie uns damit bombardieren? Nein. Sie schmeißt jetzt natürlich den Kutschpferd vor die Hufe, sodass er immer wieder abdreht. Also durchgedreht. Oh. Hey, ich habe im Felsen aus dem Weg geräumt. Wie versprochen. Ich weiß ja nicht, wohin du willst, aber pass gut auf dich auf. Keine Sorge. Hast du noch was zu sagen? Wirklich auch so die Pampers tragen, weil es ist halt dieses typische alte japanische Schlüpfer-Gedöns. Also die haben ja nicht solche Schlüpfer wie wir gehabt, sondern halt diese Lendenschürze. Das ist auch der Grund, warum so die Schlüpfer halt so einen erotischen Touch haben, weil erzogisch gleich erotisch, versteht ihr? Viel Glück. Ich
Das ist eigentlich irgendwie cool. Oh, haben wir hier Weg frei. Und... Warte mal... Ach ja, das war ja wohl schnell. Jetzt haben wir hier den Weg jetzt frei. Und dann können wir Epona auch immer da oben parken, praktisch. Also sehr... Obwohl Epona passiert ja... Hi, Bella. Dass die immer direkt auf ein Pferd so gestürmt kommen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn da irgendwie so ein großes, schweres Pferd, wie Epona das nun mal ist, wirklich auf zugestürmt kommt, dann würde ich eher aus dem Weg gehen und mich darauf zustürmen. Naja, die sind halt dumm. Das will man ja mal. Naja. Aha, hier fehlt noch ein Geist. Wo könnte er nur sein? In der Höhle? Kann er nicht. Ist er bestimmt nicht? Weil da habe ich ja schon abgesucht. Mal wieder nach Kaverico zurück. Diese Musik, die immer nachts zu hören ist. Und ich finde es so schade, wieso ist diese Musik nicht auf der CD drauf? Warum ist sie nicht da drauf? Mann, Leute, die hätte ruhig da drauf sein können. Hey, Moment mal. Könnte es eigentlich sein, dass der Geist vielleicht auf dem Weg ist? Da gibt es nämlich auch Geister. Obwohl, ich glaube, da habe ich ja welche. Aber gucken wir mal. Gucken schadet ja nicht. Hier ist ehrlich gesagt nicht sonderlich viel los in dieser Episode halt. Ich wollte schon sagen, keine Rubine für mich? Naja. 43. 43 Rubine. Ist nicht da. Naja, auch wohl machen wir Feierabend. Wo ist dieser letzte dumme Geist? Ach ja, da oben können wir auch mal hin. Ach, du dummes Huhn. Also ernsthaft, warum zur Hölle läuft das dumme Huhn immer wieder immer vor Epona's Hufen? Ich sag's nochmal, wenn da irgendwas Großes, Schweres, wie Epona auf mich zukommt, dann mach ich Platz. Weil das Pferd hat bessere Argumente als ich. Und das Argument ist da nämlich Schwergewicht. Und glaubt mir Leute, wenn ein Pferd auf den Fuß tritt, das tut weh. Ich habe ja gesagt, wie dumm die Leute sind, nicht? Ich werde mal zeigen, wie dumm die wirklich sind. Einmal. Analysieren. Was soll das denn? Hallo? Ach, wieso macht ihr das nicht mehr? Ach, warte mal. Ja, Schwein. Typischer Vorführeffekt oder wie? Ja, jetzt stürmt das Schwein los.
Das ist immer so geil, wenn der Reiter drauf ist, weil der, man sieht richtig, wie der durchgeschüttelt wird, während das dumme Viech in den Abgrund stürzt. Ich dachte eigentlich, Schweine sollen schlau sein. Oder sind sie nicht? Oh, vorsichtig, Link. So, mal sehen. Ach so, das ist die Truhe. Ich dachte, wieso schimmert sie so komisch blau, aber das ist so... Jetzt will ich mal sehen, ob ich das hinkriege. Komm her! Wieso bist du nicht nach vorne gerutscht? Sag mal, wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Ach, jetzt fällt ihnen ein! Ach, ich kann ja eigentlich doch auf das Schwein reiten. Na komm. Hallo, komm. Das Schwein ist durchgeglitscht. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ne? Genau das wollte ich zeigen. Ja. Ach, das erinnert mich, wo ich das erste Mal das gesehen habe, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, stand da, hat, und der Reiter, ne? Ja, der, mal sehen, ob ich es nochmal hinkriege. Ja, genau das. Ich hab hier so genau, wie das so ist, Leute. Müsst ihr euch das vorstellen beim ersten Mal. Link hat ihn im Auge und er hat Link im Auge. Dummerweise hätte er nach vorne schauen sollen, weil da war nämlich die, war die Mauer und da hat er, ist er über die Mauer geflogen. So. Was wollte ich mal zeigen? Also, es macht richtig Spaß, ihn zu foppen. Aber wenn man einfach über die Ebene hin will, durch will, ohne dass sie einen belästigen, einfach vorher abknallen, so wie ich es vorhin gemacht habe. Ich sollte vielleicht das nächste Mal versuchen, mal einfach auf den Wildschwein zu schießen, mal sehen, ob das dann ist. Irgendwie bin ich auch ein Arschloch, oder? Ich meine, ich mobb ja richtig die Gegner, nur so wie ich kann. Na gut, dann versuchen wir mal kurz zu beruhigen. Sag mal, hallo! Aber erstmal wird die Bohne fachgerecht gepackt. Oh! Ne, Hinterwandwendung. Hinterhandwendung. Oh, nur, dass ich glaube, an der Hinterhandwendung, ohne dass das Fett so steigen würde. Hallo! Also, wenn du auf dem Berg bist, schau ich hier oben. Ja. Wie kann man mir was sagen, was man wirbelt? Die Grauen stehen total darauf, Link nach oben zu schleudern. Und ich liebe diese Musik, die ist irgendwie so kitschig. Ich frag mich, ob diese Bohnen eigentlich auch mit den Steinbeiß aus der unendlichen Geschichte verwandt sind. Ich wollte sagen bekannt, aber ich meine verwandt. Das wird auch irgendwie interessant. Oh, ich bin das wirklich. Ich habe gerade die Nase sogar ein bisschen so. Mit Zeigefinger und Daumen zusammengedrückt oder so. In der Hoffnung, dass es aufhört, dass ich niesen muss. So. Oh, sieh mal eine an.
Ja, die Zeit ist wieder. Ups. Was willst du sagen? Also, auf den eisigen Gipfeln, in den heiligen Hain und im Hund. Hat die noch die nächsten Dungeons, die wir betreten müssen, oder? Wie es weitergeht in den nächsten Part, Leute. Also, see you mal daneben.